Mahlzeit, Freunde, willkommen zum nächsten Lords Mobile Video hier auf dem Kanal. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, 11 wirkliche Game Changer Updates aufzuschreiben. Das heißt, 11 Updates, die das Spiel komplett verändern würden. Und habe diese Updates auch der Wahrscheinlichkeit nach geordnet. Da sind Updates dabei, wie zum Beispiel mystische Juwelen, neue 12K-Helden, größere Kampfhallen, neue Begleiterstufen, Gildenforschung und all so ein Zeug, ja? Die habe ich mal nach der Wahrscheinlichkeit geordnet. Das heißt, 11 Updates, wir beginnen gleich mit Update 1. Das wird meiner Meinung nach zu einer Wahrscheinlichkeit von 0% kommen. Und dann, wenn wir bei dem 11. Update sind, das wird meiner Meinung nach zu einer Wahrscheinlichkeit von 100% kommen. Also, meiner Meinung nach kommt es. Ja, so werden wir das dann gleich kontinuierlich durchgehen. Wirklich mega interessant. Und vor allen Dingen, denkt dran, ich spiele das Spiel seit 3,5 Jahren, habe guten Kontakt zu IGG. Also, ich denke, ich kann das ziemlich gut beurteilen, wie wahrscheinlich das ist, ob ein Update kommt oder nicht. Natürlich ist es deswegen, nur weil ich es sage, nicht 100% ja, feststehend, aber ich glaube, dass ich dafür prädestiniert bin, so ein Video zu machen, und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Fiebert mit, ja, schreibt auch gerne in die Kommentare rein, wie wahrscheinlich ihr diese Updates haltet und auf welches Update ihr euch freuen würdet. Wie gesagt, es geht jetzt nur um Game Changer Updates. Das heißt, wir reden jetzt nicht über irgendwelche kleinen Updates, die hier mal was verbessern würden oder da mal was cooler gestalten würden, sondern über wirklich große Updates. Deswegen sind hier vielleicht ein paar Updates dabei, die jetzt nicht wirklich nützlich sind für die Allgemeinheit, aber die halt das Spiel verändern würden und interessanter machen würden. Das will ich hier am Anfang nochmal sagen. So, aber jetzt starten wir auch mal direkt mit Punkt Nummer 1, und das sind Ausrüstungsteile bzw. eine neue Stufe von Ausrüstungsteilen. Hier haben wir ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, wir hatten ja eine Zeit lang in Lords Mobile nur Gold. Ja, Gold war das höchste der Ausrüstungsteile oder die höchste Stufe der Ausrüstungsteile, die man erreichen konnte. Dann wurde mystisch hinzugefügt. So, mit meiner Meinung nach wird es mit einer Wahrscheinlichkeit zu 0%, also niemals, noch eine weitere Stufe geben. Zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also es kann sein, dass vielleicht irgendwann nochmal eine Goldstufe oder so dazukommt, aber die wird dann nicht so sein, dass man einfach nur wieder irgendwelche Teile cashen muss, also dass man jetzt für die Goldstufe dann, für die Diamantstufe dann irgendwie 6 Jägerflammen braucht und 10 Gelbgold oder irgendwie neues Item, 5 Diamantstaub, ja, um dann irgendwie den Jagdhelm von Mystisch auf Gold zu kriegen und er dann nochmal, ja, hier auf 10%, da auf 6000 und hier irgendwie auf 20% kommt, und bei Angriffsteilen, die dann irgendwie nochmal 20% Armeeangriff oder irgendwie so einen Scheiß dazu bekommen, ja. Das wird es meiner Meinung nach nicht geben. Warum? Weil, ich kann das mal ganz kurz beschreiben. Wenn ihr, es gibt natürlich immer irgendwelche superreichen Menschen, aber selbst die haben eine Grenze, ja. Und wenn hier irgendwelche Leute ein mystisches Champ-Set haben, da brauchen wir jetzt nicht lang drum herum reden, ne. Das sind sehr reiche Menschen. Das sind, ja, kann man schon fast sagen, Millionäre. Ja, weil so ein mystisches Champ-Set, ihr wisst selber, wie teuer das ist. Aber auch Millionäre haben irgendwo eine Grenze. Und zum Beispiel, wenn du jetzt zu Cristiano Ronaldo gehst, der hat irgendwie so 400 Millionen oder so, ihr könnt selber googeln, und sagst zu denen, ey, gib mir mal 3 Milliarden für dieses Auto, dann wird der dir auch Nein sagen. Und genauso ist es auch hiermit. Auch IGG kann jetzt nicht irgendwie die Preise utopisch hochhalten, sondern es gibt keine Möglichkeit, nochmal auf dieses mystische Champ-Set ein Diamant-Champ-Set zu packen. Das wäre dann so teuer, dass es selbst für Reiche zu teuer ist. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort niemals noch eine weitere Stufe geben wird. Wenn, dann eine Stufe, die man irgendwie freischalten muss durch Spielen. Das heißt, man muss irgendwie mit diesem Ausrüstungsteil gewisse Quests abschließen, um dann nochmal irgendwie vom mystisch einen Diamantrang zu bekommen, wo man dann nochmal eine zusätzliche Fähigkeit auf das Ausrüstungsteil kriegt oder so. Aber allein durch Cashen noch eine höhere Stufe wird es in diesem Spiel, denke ich, nie wieder geben. Also da bin ich mir sicher. So, zweite Sache hier sind weitere 12K-Helden. So, da gehen wir mal in den Shop. Da wird wieder bestimmt irgendein 12.000-Euro-Held sein. Ja, der dunkle Magier hier für Kaff Fernkampf. Jetzt kann man sich überlegen, wird es vielleicht irgendwann auch 3 12K-Helden geben, die nur für Fernkampf sind, nur für Kavallerie und nur für Inf. Also der dann irgendwie 70% Kaff-Angriff gibt, 100% Kavallerie-Trefferpunkte und 100% Kavallerie-Verteidigung. Wird es irgendwann so einen Held geben?
habe ich jetzt hier mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%, sage ich mal, betitelt. Ich möchte in diesem Update auch noch reinbeziehen, wird es irgendwann mal mystische Helden geben. Goldene gibt es ja, wird es irgendwann mal mystische Helden geben. Und bei den mystischen Helden kommt dasselbe Argument wie gerade bei den Ausrüstungsstufen, ja, dass es übermystisch da nichts mehr geben kann beim Champ-Set. Genauso ist es hier, man kann nicht über Gold jetzt nochmal einen dunklen Magier auf mystisch machen. Ja, der würde dann direkt das Dreifache kosten, weil man dann irgendwie 250 oder 300 Medaillen von dem braucht. Und alle anderen Helden, die billiger sind, würden dann auch direkt in die 2000, 3000 Euro-Stufe oder Dollar-Stufe, je nachdem mit welcher Währung ihr Zeit kommt. Das ist dann selbst irgendwann auch dann für Reiche halt zu krass, ja. Und das, deswegen wird es das halt auch nicht geben. Ich habe es trotzdem hier mit 10% betitelt, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es weitere Helden gibt. Jetzt nicht unbedingt 12.000 Euro Helden, das hoffe ich natürlich nicht, aber dass es weitere Pay-Helden in dem Spiel geben wird, kann ich mir schon gut vorstellen. Wie die dann aussehen würden, weiß ich nicht, aber deswegen hier 10%, weil ja, hundertprozentig kann ich es halt nicht ausschließen. Aber die mystischen Helden kann ich eigentlich auch zu 100% ausschließen. So, dann kommen wir mal zu Truppen. Nämlich seit Ewigkeiten diskutiert man über die Wahrscheinlichkeit oder über den Zeitpunkt, wann endlich T5 kommt. Jetzt fragen sich die einen oder anderen, vielleicht auch die neuen Spieler, wie kommst du denn darauf, dass es überhaupt T5 geben muss? Da kann ich dir an einem Beispiel sagen, und zwar, es ist eigentlich fast die meisten Sachen hier in dem Spiel gehen von Grau nach Grün, von Grün nach Blau, von Blau nach Lila und von Lila nach Gold. Und wie ihr das, und genauso ist es auch bei den Truppen. Wir haben hier graue Truppen, das ist T1, wir haben grüne Truppen, das ist T2, wir haben blaue Truppen, das ist T3 und wir haben lila Truppen, das ist T4. Was fehlt jetzt also noch, um dieses Bild zu vervollständigen? Genau, goldene Truppen T5. Warum betitel ich die hier trotzdem nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%, dass die kommen? Weil ich es mir sehr, sehr schwierig vorstelle, wie man die nützlich einbauen will. T4 sind schon so stark und so teuer. Mit teuer meine ich Ressourcen, ja, die Forschung und so weiter, das geht ja noch. Da muss man zwar Geduld haben, vor allen Dingen als Free-to-Play-Spieler, aber es geht ja noch, du wirst sie halt irgendwann erreichen. Also um die Forschung an sich, um die Dauer, da mache ich mir keine Sorgen, aber allein wie viele Ressourcen es kostet, T4 zu heilen und allein wie stark T4 sind, wie soll da noch eine weitere Truppenart sinnvoll eingefügt werden, ohne dass das Spiel dann direkt kaputt geht oder total sinnlos wird? Wie teuer sollen T5 sein? Wenn man dann 200.000 T5 heilen möchte, sind das dann jeweils 1 Milliarde Ressource? Also versteht ihr, was ich meine? Da gibt es irgendwie so keine sinnvolle Steigerung, ja? Und deswegen denke ich auch, dauert es so lange, bis mal T5 endlich kommen oder deswegen kommen sie vielleicht sogar nie. Ja, ich glaube, dass zu Anfang des Spiels es wirklich von IGG gedacht war, irgendwann T5 zu bringen. Hundertprozentig. Ansonsten würde das mit diesen lila Rahmen und so alles keinen Sinn machen. Ja, aber ich glaube auch, IGG hat Probleme, vielleicht dort eine sinnvolle Funktion der T5 zu finden. Weil man kann sie nicht einfach nur stärker und teurer machen. Das wäre dann einfach wieder zu utopisch. Dann würde es sich gar nicht mehr lohnen, selbst für starke Spieler mit T5 angreifen zu gehen. Weil was bringt dir das, wenn du dann eine Rally-Trap easy nullen kannst, aber du musst danach selber irgendwie 2 Banken besorgen mit jeweils 4 Milliarden Ressourcen, damit diejenigen, die an der Rally teilgenommen haben, wieder ihre T5 heilen können. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Und deswegen denke ich, mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% nur T5, weil sie müssten zu stark sein und zu teuer sein. So, jetzt mal ein interessanter Einwand, den viele von euch nicht kennen werden. Und zwar, ich habe, das Spiel ist schon uralt und das gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr auf dem Markt. Ich habe vor 7 Jahren oder so mit einem Kumpel mal Spartan Wars gespielt. Ich glaube, das war einer der ersten Städteaufbauspiele. Ja, wirklich der allerersten Städteaufbauspiele. Und dort wurde irgendwann mal in einem Update, so nach einem halben Jahr, eingeführt, dass man eine zweite Burg haben kann. Und das wäre auch ein sehr interessantes Update für Lords Mobile, dass ich jetzt hier einfach mal mit 30% betitel, weil ich kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Es würde die starken Spieler jetzt nicht unendlich stark machen. Es würde die Free-to-Play-Spieler, denke ich, jetzt auch nicht irgendwie nerven. Und ja, man kann es auf jeden Fall einbringen.
wie wird die zweite Burg dann aussehen? In der zweiten Burg war es dann so, dass dort jeweils wieder Lazarette und Kasernen waren. Ja. Und vor allen Dingen auch Ressourcenproduktionsgebäude und noch ein paar Zusatzfunktionsgebäude. Das war in der zweiten Burg. Das hat dann so ausgesehen, die zweite Burg hatte immer Schild. Man konnte mit der zweiten Burg auch nicht angreifen, aber man konnte mit der zweiten Burg Ressourcen produzieren, bestimmte Eigenschaften verbessern und Truppen bauen auch. Und man konnte dann von seiner zweiten Burg zu seiner ersten Burg die Ressourcen schicken und vor allen Dingen auch ja, die Truppen, die dort ausgebildet wurden, schicken. Das war dann so, dass man hier, also das war bei Spartan Wars so, so hieß das Spiel damals. Ich mache keine Werbung, weil das Spiel gibt es überhaupt gar nicht mehr. Da konnte man hier auf den Knopf klicken, da war dann so eine Burg abgebildet und da ist man dann zu seiner zweiten Burg gekommen und konnte dort dann weiter seine Gebäude und Sachen hochstufen. Das kommt, denke ich, das kann kommen, deswegen habe ich es hier mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% betitelt. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich, ja. Wäre aber auch eine coole Sache und ein Gamechanger, sage ich mal so. Mal schauen. So, als nächstes sind oder ist ein Update, was Gildenanzahl und Gildenleben verändert. Ja, habe ich jetzt hier mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% betitelt. Und zwar gibt es, und deswegen halte ich das für gar nicht mal so unwahrscheinlich, im Mobile Royale, das ist ja auch ein Spiel von IGG, dort kann man in den Gilden 150 Mitglieder haben. Ja, dort kann man zum Beispiel auch dem Rängen bestimmte Namen geben. Also den könnte ich jetzt hier zum Beispiel R4-Ränge unterteilen und könnte den Rang hier Diplomat nennen, den Rang Ready-Leiter, den Rang Rekrutierung und noch zwei irgendwelche nützlichen Funktionen für Gilden und diese Ränge dann den Leuten zuordnen. Ja? Dann kannst du auch einen Rang machen für Level 5 Dunkelnester-Starter. Ja, dann packst du diejenigen, die Erfahrung haben mit Level 5 Dunkelnester und ein gutes Set da rein. Dann weiß jeder, okay, die starten immer Dunkelnester und ihr habt weniger gefehlte Level 5 Dunkelnester und verbraucht weniger Ressourcen, um dort dann ein paar T4 immer heilen zu müssen. Solche Sachen zum Beispiel. Also ein großes Update, was ein bisschen, sage ich mal, das Gildenleben und die Gilde an sich verändert. Da kommen wir gleich auch nochmal zu bei Forschung für die Gilde. Aber dass hier die Gildenanzahl auf 150 erhöht wird, ein paar Funktionen einer Gilde geändert werden und so, das halte ich für sehr wahrscheinlich, weil es, wie gesagt, ja auch schon in LOTS Mobile, weil es, wie gesagt, auch schon bei IGG Spiele gibt, wo es dort so ist, ja. Wie gesagt, bei Mobile Royale 150 Mitglieder und diese Funktion gibt es dort mittlerweile. So, dann als nächstes. Mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit. Also jetzt kommen wir langsam in die Region, wo ich glaube, diese Updates werden wahrscheinlich früher oder später kommen. Ist entweder eine größere Kampfhalle oder dass man die Kampfhalle mit Forschungen, also mit einem zusätzlichen Forschungsbaum nochmal erhöht. Und dasselbe gilt dann auch für Soloangriffe. Dass irgendwie ein neuer Forschungsbaum kommt oder ein neuer Begleiter oder ein neues Gebäude, womit man dann vielleicht anstatt 250.000 Truppen 300.000 oder 350.000 schicken kann und darauf wird dann nochmal der 20% und der 50% Boost gerechnet, ja. Also das wird auf jeden Fall irgendwann in Zukunft erhöht. Jetzt sagen die meisten, ja, Koalitionstruppen, also maximale Koalitionstruppen, das wurde doch schon erhöht durch die Helden und durch den Wunderschlachtenbaum, aber ich rede jetzt von normalen Rallies auf Spielern. Ich denke, dass das auch nicht ewig auf 2,3 Millionen Truppen bleiben wird, sondern irgendwann mal so auf 2,8 oder 3 Millionen Truppen erhöht wird. Und genauso bei den Soloangriffen, die werden mit 50% Boost nicht ewig bei 375.000 bleiben, sondern vielleicht irgendwann auf 450.000 oder auf 500.000 erhöht werden. Und das halte ich für ziemlich wahrscheinlich, deswegen habe ich es hier mit 50% betitelt. So, ja, als nächstes, was ich noch viel, viel wahrscheinlicher halte, Krankenwagen, nie gut, wenn der vorbeifährt, sind Gildenforschungen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wie sollen Gildenforschungen funktionieren? Also, dass hier irgendwie ein zusätzlicher Button kommt oder sogar zwei Buttons, ja, wo dann die R4 und die R5 eine Forschung auswählen können aus einem Katalog und da müssen dann die Gildenmitglieder Ressourcen spenden oder Items spenden, um diese Forschung hochzuleveln. Es gibt einen bestimmten Punkt, wo man da nicht mehr spenden kann. Also man kann am Tag jetzt irgendwie nur
höchstens 60 Millionen Ressourcen dort reinspenden als einzelner Spieler und dann erst am nächsten Tag wieder, damit so ist es zumindest bei zum Beispiel Rise of Kingdoms so, ja, und deswegen bringe ich dieses Update hier mit rein, weil ihr wisst, wie der Markt läuft, ne? Der eine schaut von dem anderen ab und genauso ist es bei Firmen, genauso ist es bei Spieleentwicklern, das bedeutet, wenn solche Sachen es bei vielen anderen Konkurrenten gibt und bei vielen anderen Konkurrenzspielen, dann kann man davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es auch irgendwann in den eigenen Spiel eingebaut wird. Und deswegen, Gildenforschung gibt es bei sehr, sehr vielen Spielen. Die Gildenforschung erhöhst du dann dadurch, dass du Ressourcen spendest, dass du irgendwelche Items dort einfügst. Und ja, diese Gildenforschung geben auch ganz normal Boost. Die geben dann derjenige, der dann in der Gilde ist, bekommt dann entweder zusätzlich Sammeltempo, zusätzlich Produktionstempo von Ressourcen, zusätzlich Armeeangriff, Armeeverteidigung, Armeetrefferpunkte, zusätzlich irgendwelche Logistikfähigkeiten, was weiß ich, ja. Aber Gildenforschung halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich, habe ich jetzt hier auf 60% gesetzt. Ich weiß natürlich nicht wann, aber davon gehe ich aus, dass sowas mal kommen könnte oder sogar kommt, ja. So. Jetzt kommen wir mal zu einem neuen Event, was ich mir ziemlich gut vorstellen kann. Dass ein neues Event irgendwann dieses Jahres kommt, und mit neuen Event meine ich jetzt nicht Login-Geschenke oder Schnäppchenmarkt oder sowas, sondern mit neuen Event meine ich sowas wie KVK, Gilden-Event, Gilden-Showdown, also wirklich ein richtiges Event. Ich glaube, dass es mal Zeit wird, auch für Einzelspieler ein Event einzubauen. Das bedeutet, dass jedes Königreich ein Event hat, was irgendwie eine Woche geht, das heißt irgendwie, keine Ahnung, stärkster Spieler des Königreichs oder irgendwie sowas. Ja, denkt euch einen coolen Namen aus, irgendwie Kaiser des Königreichs oder irgendwie sowas. Und in diesem Event geht es darum, am meisten Punkte zu holen. Man bekommt Punkte dadurch, dass man Ressourcen farmt, dass man Forschung abschließt, dass man Höllen-Events abschließt, dass man Truppen von Gegnern killt, also auch so ein kleiner KVK eingebaut, nur halt auf das eigene Königreich bezogen, dass man, ich weiß es nicht, Ressourcen verschickt, dass man Monster tötet, dass man, was gibt's noch alles, was kann man noch alles machen hier, vielleicht Truppen ausbildet, ja, all diese Sachen geben Punkte und diese Punkte werden zusammengerechnet und die Top 50 aus einem Königreich bekommen dann bestimmte Belohnungen. Zusätzlich kann auch jeder Einzelspieler bestimmte Stufen abschließen. So bei 1 Million Punkte gibt es diese Belohnung, bei 10 Millionen Punkten diese Belohnung, bei 50 Millionen Punkten diese Belohnung. Ja, und dann gibt es halt nochmal für die Top 50 irgendwelche Belohnungen. So ein Event kann ich mir sehr gut vorstellen. Ob so ein Event 1:1 kommt, weiß ich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch dieses Jahr ein neues Event erhalten. Deswegen habe ich das hier auf 70% getan, weil ja. Das letzte Event, was hinzugefügt wurde, ich weiß gar nicht, war das Lords Cup? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr lange her. Und wir haben ja auch schon viele von uns, auch inklusive mir, IGG, geschrieben, dass wir jetzt langsam mal neue Events brauchen. Ja, KVK und Gilden-Event. KVK macht zwar immer noch mega Spaß, aber gerade Gilden-Event, Lords Cup und so weiter ist einfach nur noch langweilig. Wir brauchen mal ein bisschen neuen Stuff. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, schreibt das wirklich IGG, ja, also schreibt es nicht nur in meine Kommentare, ja, sondern schreibt es auch IGG über den Support, über deren Social Media, dass ihr neue Events haben wollt. Denn nur so werden die daran immer erinnert und denken sich irgendwann, oh komm, wir machen das jetzt einfach, ja, weil ein neues Event einzufügen, dafür, das ist nicht schwierig, so. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ein Event aussehen kann, was man hier einbauen kann. Da braucht man jetzt nicht irgendwie eine krasse Kreativität und da braucht man jetzt auch nicht Angst haben, dass das Spiel irgendwie kaputt geht. Einfach ein neues Event reinbringen, was das Spiel wieder ein bisschen interessanter macht und abwechslungsreicher. So, das ist nicht schwer. So, kommen wir zu Punkt Nummer 9. Mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit, und hört mir jetzt zu. Wie gesagt, Leute, ich spiele das Spiel 3,5 Jahre, habe Kontakt zu IGG und kann das, denke ich, mit am besten von allen Spielern einschätzen, welches Update wahrscheinlich ist und welches Update unwahrscheinlich ist. Und ich halte es bei den Begleitern für sehr, sehr wahrscheinlich, dass es noch eine weitere Stufe gibt, eine goldene Stufe, über Ältestengrad. Ja? Wir sehen auch hier, auch diese haben hier nur einen lilanen Rand. Da denke ich mir aber, dass IGG Bescheid weiß und vielleicht aus ihren Fehlern bei den Truppen gelernt hat und sich schon im Vorfeld gedacht hat, okay,
das und das können wir machen, um da dann jetzt noch eine goldene Stufe reinzubringen. Das bedeutet, dass man dann vielleicht nochmal 200 Runen braucht, um den Sammler auf Gold zu kriegen und er bekommt dann einfach eine zweite Armee-Talentfähigkeit oder so. Ja? Oder er bekommt nochmal jeweils 2% auf seine Fähigkeiten drauf. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher und wie gesagt, deswegen habe ich es hier mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit betitelt, dass der Sammler bzw. allgemein Begleiter noch eine höhere Stufe als Ältestengrad bekommen werden. Eine goldene Stufe dann. Und dass man die dann irgendwie auf Level 70 trainieren kann. Irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass es hier noch höher als Stufe 10 gehen wird. Aber vielleicht wird eine zweite Armee-Talentfähigkeit hinzugefügt oder irgendwie sowas. Deswegen sage ich euch, und das habe ich auch schon in Videos gesagt, ihr solltet ja auch einen kleinen Vorteil haben, dadurch, dass ihr mich guckt. Ich werde so lange keine Runen mehr weghauen, bis ich von jedem Begleiter 300 Runen habe. Und ab da werde ich dann meine Runen wieder in Fragmente umhauen. Jetzt kann man mich für bescheuert halten. Vielleicht kommt das Update ja nie, ja? Aber wenn das Update kommt, dann bin ich ganz schnell einer von denen, die 2 Monate lang mit so einem Grinsen rumrennen und ihr seid am Pakte fusionieren wie die Verrückten. Ja, sag ich nur so. Also, ich denke, mehr muss man dazu nicht sagen. So, jetzt kommen wir zu einem Update, wo sich jetzt viele erschrecken werden, warum ich das denn so hoch angesetzt habe. Also mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. Marcel, bist du denn verrückt? Und zwar mystische Juwelen. Jetzt denkt der andere, ja okay, wenn mystische Juwelen kommt, höre ich auf. Dann ist das Spiel kaputt. Erstmal glaube ich nicht, dass es in den nächsten Monaten sein wird. Ja? Vorab Leute, auf jeden Fall gerne den Video einen Daumen nach oben geben hier. Das hilft mir weiter, das vergrößert unsere Community und sorgt dafür, dass mehr Leute auf Lords Mobile, gerade im deutschen Raum, aufmerksam werden. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also für mehr Lords Mobile Videos gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und auch gerne in euren Line-Gruppen hier dieses Video teilen. Ich denke mal, zukünftige Updates, das ist ein Thema, was jeden Lords Mobile Spieler interessieren sollte. Deswegen, ich wäre euch da sehr verbunden, wenn ihr da ein bisschen Welle macht. So, wollte ich eigentlich schon am Anfang irgendwann sagen, aber ich habe mich jetzt hier so in Rage geredet, weil das Thema für mich natürlich selber auch sehr interessant ist, dass ich das vergessen habe. So, mystische Juwelen wird meiner Meinung nach mit einer Wahrscheinlichkeit zu 90% kommen. Wie sieht das dann aus? Ich glaube, man braucht dann zum Beispiel, um ein mystisches Kaffjuwel zu machen, braucht man 2 goldene Kaffjuwelen und irgendwie 2 Gelbgold. Oder 2 goldene Gelbgold. Und dann hat das 30% Kaffangriff. Viele von euch werden jetzt sagen, das würde das Spiel zerstören. Der Meinung bin ich jetzt nicht direkt. Wenn es zum jetzigen Zeitpunkt kommen würde, dann bin ich auf jeden Fall der Meinung, ja, das würde das Spiel zerstören. Aber ihr müsst euch vorstellen, irgendwann in 6 bis 12 Monaten muss wieder irgendetwas kommen, was die starken Spieler stärker macht. Weil ein Sugarcane ist jetzt Max. Ja, es kam jetzt vor kurzem die Level 5 Begleiter, die eine Fähigkeit bekommen haben. Da hatte ein Sugarcane wieder was zu cashen. Ja, der hat den einfach durchgeballert und hat dann jetzt wieder einen großen Vorteil gegenüber uns, die, sag ich mal, Low-Casher sind oder sogar Free-to-Play. Aber in den nächsten 6 bis 9 oder 6 bis 12 Monaten kommen wir jetzt immer weiter rein. Wir können weiter forschen. Wir können weiter bauen. Wir können weiter Set verbessern. Wir können weiter das machen, dies machen. Sugarcane kann nichts machen. Sugarcane ist Max. Sugarcane kann keine Juwelen mehr hochstufen, er hat alle Juwelen Max. Sugarcane kann seine Ausrüstung nicht verbessern, er hat alle Ausrüstung Max. Sugarcane kann seine Helden nicht verbessern, er hat alle Helden Max. Sugarcane kann seine Begleiter nicht verbessern, er hat alle Begleiter Max. Er hat alles, ja? Das bedeutet, in den nächsten 6 bis 12 Monaten machen wir wieder einen richtig großen Schritt auf Sugarcane zu. Der Abstand ist immer noch groß, klar. Aber man muss halt alle 6 bis 12 Monate ein Update bringen, was so ein Sugarcane halt wieder ein Stück nach oben bringt. Weil wir ja auch in den 6 bis 12 Monaten einen großen Schritt nach oben machen. Und dieser Abstand muss halt irgendwie immer da sein, weil ansonsten, wenn jeder in dem Spiel gleich stark wäre, Leute, seid doch mal ehrlich, dann wäre es auch irgendwie langweilig. Ich hoffe, dass das Update noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ich glaube, bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht 2020 kommen wird, auch nicht 2019 kommen wird, auch nicht Anfang 2020, aber mystische Juwelen wird meiner Meinung nach zu 90%, also mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit kommen. Und es ist auch wirklich vom logischen Sinne her ziemlich einfach zu sagen, wie es dann aussehen wird. Ich meine, hier um 2% erhöht, hier um 6% erhöht, hier nochmal
um 6% erhöht, dann auf 12, hier um 8% erhöht, dann auf, nee, warte mal, also hier von Blau auf Lila um 6% erhöht, von Lila auf Gold um 8% erhöht und dann von Gold auf Mystisch um 10%. Also das würde auch in logisch passen, ja, und deswegen, mystische Juwelen werden meiner Meinung nach auf jeden Fall kommen. Nicht sofort, aber werden kommen. So, und jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die ich hundertprozentig sagen kann, die kommen werden. Die könnt auch, hättet ihr auch wahrscheinlich zu 100% sagen können. Aber irgendwas muss ich hier einbauen, wo ich sicher sagen kann, Leute, das wird kommen. Und zwar wird jeder Begleiter in Zukunft, auch hier Höllenherzog und welche Begleiter haben noch keine Fähigkeit? Zum Beispiel Magus, dann haben wir noch Nozeros. Also es werden in Zukunft alle Begleiter eine Fähigkeit bekommen. Zusätzlich bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass weitere Begleiter hinzugefügt werden, wie zum Beispiel vielleicht der Phantomritter. Wir haben hier nämlich auch den Hobohasen, der hinzugefügt wurde. Also dass Begleiter, also wirklich alle Begleiter eine Armeetalent-Fähigkeit bekommen und dass neue Begleiter hinzugefügt werden, da bin ich mir zu 100% sicher, dass so ein Update kommen wird. Ja, und das war das Video, wo ich mit euch mal über 11 Updates geredet habe, die das Game ändern würden und auch mit der Wahrscheinlichkeit, wie hoch ich denke, ja, ist oder wie groß die Möglichkeit ist, dass diese Updates kommen. Ich hoffe, es war ein interessantes Video, also für mich war es allein interessant, darüber zu quatschen hier vor der Kamera. Ich hoffe, es war auch genauso interessant beim Zuhören. Wie gesagt, teilt das Video gerne, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt mir eure Meinung zu den einzelnen Updates, was ihr von diesen 11 Updates am wahrscheinlichsten haltet, ja, das ist wirklich sehr interessant, schreibt das mal in die Kommentare, was haltet ihr am wahrscheinlichsten. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Lords Mobile Zocken, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao Leute.